Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Mehrheit der Berliner für Michael Müller. InnoTrans mit Ausstellerzuwachs und das Wetter Sommer AD. Hallo Regenwetter. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 22. September. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Zierke hat die Verhaftung eines mutmaßlichen islamistischen Terroristen in der Hauptstadt bestätigt. Der Verdächtige sei Anfang 2014 nach Syrien gereist, sagte Zierke am Montag im Innenausschuss des Bundestages. 8 Monate später sei er wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Von ihm existierten Fotos, die ihn mit einer Waffe vor der schwarzen Fahne der Terrorgruppe Islamischer Staat, kurz IS, zeigten. Berliner wollen Michael Müller. Mehr als die Hälfte der Berliner, immerhin 54%, hält nach einer Umfrage Stadtentwicklungssenator Michael Müller für den geeignetsten Kandidaten, Berlins nächster regierender Bürgermeister zu werden. Seine beiden Konkurrenten um die Nachfolge von Klaus Wowereit, SPD-Landeschef Jan Stöß und Fraktionschef Raed Saleh, schnitten mit je 25% Unterstützung deutlich schlechter ab. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa, das im Auftrag der Berliner Zeitung 1007 Berliner befragt hatte. Das ist aber nur ein Meinungssplitter, denn einzig und allein die 17.000 Berliner SPD-Mitglieder können über die Wowereit-Nachfolge bestimmen. Am Dienstag treffen sie sich dazu zu einem ersten Mitgliederforum. Protestaktion bei Vivantes. Beschäftigte des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes wollen am Dienstag gegen geplante Ausgliederungen in Tochtergesellschaften protestieren. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Anlass für die Aktion ist eine Aufsichtsratssitzung. Für therapeutische Dienste will Vivantes nach Angaben einer Sprecherin eine neue Tochtergesellschaft gründen. Ziel sei es, künftig bei Neueinstellung eine branchenübliche Vergütung zahlen zu können. Die Kosten des Konzerns würden deutlich schneller ansteigen als die Einnahmen, auch wegen einer Tarifsteigerung bei den Ärzten. Verdi rechnet aber auch mit der Ausgliederung von Mitarbeitern. Kritik am Senat. Anwälte der Flüchtlinge vom Berliner Oranienplatz haben den Senat erneut aufgefordert, seine Zusagen einzuhalten. Bislang sei in keinem der mehr als 500 Fälle ernsthaft einzelfallbezogen geprüft worden, kritisierte der republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein am Montag. Es habe keine einzige Umverteilung von Asylverfahren aus anderen Bundesländern nach Berlin gegeben. Keine einzige Aufenthaltserlaubnis und keinen Abschiebestopp, so die Anwälte. Sie forderten den Senat und die Ausländerbehörde auf, die bereits für abgeschlossen erklärten Einzelfälle wieder aufzunehmen und bis zu deren Prüfung humanitäre Duldung zu erteilen. Der Senat kritisierte in der Vergangenheit, dass einige der eingeladenen Flüchtlinge nicht zum Anhörungstermin erschienen worden waren. Auch das Berliner Sozialgericht lehnte Eilanträge von Flüchtlingen größtenteils ab. CreditSafe sucht Mitarbeiter. Mit einer einzigartigen Neuheit präsentierte sich das Bonitätsprüfungsunternehmen CreditSafe am Montag im S-Bahn-Werk in Oranienburg. Als nahezu erstes Unternehmen wirbt es ab sofort auf einem kompletten S-Bahn-Zug für seine Suche nach Mitarbeitern. Erst im Sommer waren die Werbevorgaben bei der Bahn gelockert worden. CreditSafe ist also Vorreiter bei der originellen Werbeaktion. 3 Jahre lang wird der Zug nun durch Berlin rollen. Originell ist die Werbung allemal. InnoTrans mit Ausstellerzuwachs. Mit 9 Spitzenwerten startet am Dienstag die 10. InnoTrans in den Messehallen und am Funkturm. Die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik wartet diesmal mit einem Ausstellerrekord auf. Mehr als 2700 Aussteller aus 55 Ländern zeigen das Neueste in Sachen Bahn- und Schienentechnik. Das bedeutet ein Ausstellerplus von 10%. Allein 140 Weltpremieren soll es geben. Brotbackaktion der evangelischen Kirche. Mit der Aktion 5000 Brote wollen Konfirmanden der evangelischen Landeskirche mithilfe des Bäckerhandwerks ein Zeichen für Bildung setzen. Bundesweit werden mehr als 10.000 Teilnehmer Brot backen, um mit dem Erlös Bildungsprojekte zu finanzieren. Im Mittelpunkt stehen Projekte in Bangladesch, Ghana und Kolumbien.
Startschuss für die Aktion war die EKD in der Charlottenstraße. Daran nahmen auch der Ratsvorsitzende der EKD, Nikolaus Schneider, und der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks, Peter Becker, teil. Kinder feiern Kindertag. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Weltkindertages. Am Potsdamer Platz gab es deshalb für die großen und vor allem für die kleinen Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm. Im Zentrum des diesjährigen Kindertages standen ganz klar die Kinderrechte. Mauerfall-Feierlichkeiten. Samstagvormittag feierte die ungarische Botschaft in der Villa Schöning unweit der Klinikerbrücke den 25. Jahrestag, als die Grenze zwischen Ungarn und Österreich durchlässiger wurde. Hier nutzten nämlich die meisten DDR-Flüchtlinge die Gelegenheit, um in die Freiheit zu gelangen. An der feierlichen Zeremonie nahm auch der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, Theo Weigel als damaliger Bundesfinanzminister und auch der ungarische Staatsminister Poschkei teil. Bereits Freitagabend trafen sich in der ungarischen Botschaft unter den Linden zahlreiche Zeitzeugen, um den Jahrestag würdig zu begehen. Darunter auch der ehemalige Bundesaußenminister Kinkel oder der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière. Ungarn war für den Fall der Mauer enorm wichtig. Hätten damals die ungarischen Grenzer geschossen, wäre der Fall der Mauer nicht so friedlich verlaufen. Ja, das ist eine wichtige Geschichte. Es ist eine Geschichte, die zwar vor 25 Jahren passierte, aber uns, die Ungarn und die Deutschen, noch sehr stark verbindet. Und ein Botschafter sucht solche Geschichten aus, die uns verbinden und die auch die Freundschaft stärken und deswegen. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es bedeckt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 70%. Das Quecksilber fällt auf 10 Grad. Am Dienstag klart es wieder etwas auf und es bleibt niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte liegen um die 15 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage? Am Mittwoch verdichtet sich die Wolkenlage bereits wieder. Es bleibt aber noch trocken. Ab Donnerstag muss dann wieder vermehrt mit Regen gerechnet werden und es wird stürmisch. Gegen Ende der Arbeitswoche beruhigt sich die Wetterlage aber wieder und das Quecksilber geht wieder leicht nach oben. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.